Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute spielen wir ein neues Spiel und zwar Stardew Valley. Und ja, ich würde sagen, wir legen auch direkt los. So, kommen wir zur Charaktererstellung. Der Name: Maestro. Der Hofname: nennen wir ihn doch einfach mal Moonlight. Mag gerne. Schnitzel. Liebstes Haustier. Ich habe ja eigentlich ein paar Katzen, aber ich glaube, ich hätte hierfür gerne einen Hund. Dann passen wir mal die Haut an ein bisschen. Was haben wir denn da Schönes? Oh, da ist aber einiges vertreten. Nehmen wir die drei. Na gut, dann nehmen wir. Was nehmen wir denn da? Nehmen wir die Sturmfrisur. Oh, hier, Minecraft. Muss auch irgendwie alles ein bisschen passen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ja, El Cool DJ. Ne, mal die Brille, die ist ganz cool. Augenfarbe ist dann somit uninteressant. Haarfarbe. Ich sagen. So, Hosenfarbe, das war alles so. Und auf okay. Und für meinen ganz besonderen Enkel. Ich möchte, dass du diesen versiegelten Umschlag bekommst. Umschlag nehmen. Nein, nein, öffne ihn noch nicht. Hab Geduld. Jetzt hör mir zu. Der Tag wird kommen, an dem du dich von der Last des modernen Lebens erdrückt fühlen wirst. Und deine Seele wird von der wachsenden Leere eingenommen. Wenn das passiert, mein Junge, wirst du bereit für dieses Geschenk sein. Nun lass Opa sich ausruhen. XX Jahre später. Work, work, work. Geht's gar nicht gut. Mal schnell die Lottozahlen checken. Oh, da dürfen wir selber öffnen. Okay. Lieber Maestro, wenn du das hier liest, dann wirst du eine Veränderung bitter nötig haben. Das gleiche ist auch mir vor langer Zeit passiert. Ich habe vergessen, was im Leben wirklich wichtig ist, nämlich Verbundenheit mit anderen Menschen und der Natur. Also habe ich alles aufgegeben und bin an den Ort gegangen, an den ich wirklich gehöre. Ich habe den Vertrag zu jenem Ort beigelegt, mein ganzer Stolz, Moonlight Hof. Er liegt im Stern-Tautal an der südlichen Küste. Er ist der perfekte Ort, um mit deinem neuen Leben zu beginnen. Das war mein kostbarstes Geschenk und jetzt gehört es dir. Ich bin mir sicher, du wirst den Familiennamen ehren. Mein Junge. Viel Glück. In Liebe, Opa.
PS, wenn Lewis noch lebt, sag dem alten Kerl Hallo von mir, ja? Das machen wir doch. Opas letzter Wille. Hey Kollege, hier ist nur 30 erlaubt, ne? Er brettert hier durch die Prärie, ne? Oh, jetzt gibt er richtig Gas. Miau. Oh, guck mal, der Vogel. Hallo, du musst Meister sein. Ich bin Robin, die hiesige Schreinerin. Bürgermeisterin Lewis hat mich geschickt, um dir den Weg zu deinem neuen Zuhause zu zeigen. Er ist gerade dort und räumt ein. Wenig für deine Ankunft auf. Der Hof ist dort drüben. Folge mir einfach. Okay. Oh, wie sieht das denn hier aus? Das ist Moonlight Hof, dein Hof. Oh mein Gott, viel zu tun. Was ist los? Klar, er ist ein wenig verwildert, aber unter dem Durcheinander befindet sich guter Boden. Mit ein wenig Fleiß hast du hier in Nu Ordnung geschaffen. Da haben wir aber einiges zu tun. Aber das ist doch schön, das freut mich irgendwie. Und hier sind wir, dein neues Zuhause. Wer ist er? Ah, unser Neuankömmling. Willkommen, ich bin Lewis, Bürgermeister der Stadt Pelikan. Jeder hat schon nach dir gefragt. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass jemand Neues einzieht. Das ist ein ziemlich großes Ereignis. Also, du ziehst in die alte Hütte deines Großvaters ein. Es ist ein gutes Haus. Sehr rustikal. Naja, es steht zumindest noch, ne? Rustikal? So kann man das vielleicht auch sagen. Schäbig wäre wohl ein wenig passender. Wie unhöflich. Hör nicht auf sie, Meister. Sie will dich nur beeinflussen, damit du ein paar ihrer Verbesserungen für das Haus kaufst. Oh, da hat's aber geguckt. Jedenfalls, du bist sicher müde von deiner langen Reise. Du solltest dich ein wenig ausruhen. Morgen erkundest du dann am besten ein wenig die Stadt und stellst dich den anderen vor. Das wissen sie sicher zu schätzen. Okay, das machen wir doch gerne. Oh, fast vergessen. Falls du irgendwas zu verkaufen hast, leg es einfach in die Box hier. Ich komme dann in der Nacht vorbei und nehme es mit. Nun, viel Glück. Entschuldigung. Speichern. So, wir können uns bewegen mit der WASD-Taste. Rennen können wir mit der Shift-Taste. Prüfen können wir mit der rechten Maustaste. Okay. Aha. Was haben wir denn hier? Unsere ersten Samen. Du hast 15 Samen für Pestilacken erhalten. Ja, eine Kleinigkeit, um dir den Start zu erleichtern. Bürgermeister Lewis. Lewis ist echt der Beste. Danke, Lewis. Da werden wir uns dann dementsprechend nochmal bedanken. So, wir haben 6.30 Uhr. Ich würde sagen, wir fangen mal ein bisschen an hier. Wir räumen schon mal ein bisschen auf. Erstmal den ganzen Bucher hier wegmachen. Die ersten schon mal pflanzen können. Dann muss natürlich auch dementsprechend Geld ein. Hier die Arke. Höp. Da sind wir schon wieder fleißig. Wie in Minecraft auch. Nichts anderes. So. Jetzt machen wir den Bereich hier noch ein bisschen frei hier.
oder? Und das Ganze auch noch weg. So, 14 Stück haben wir. Das können wir gar nicht, weil wir müssen erst den Boden ebnen. Dann machen wir das doch. Oh, hier so ein kleines Feld hin. Erst einmal, dass wir schon mal so ein gewisses Grundeinkommen haben. So, dann haben wir hier die Samen. So, das waren schon 15 Stück. Wunderbar. Und dann gehen wir hin, dann gießen wir die gut noch. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die Stadt. Nicht gießen, sondern in die Stadt. Dann schauen wir uns da mal ein bisschen um. Na, genug gearbeitet für heute. Ein Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen. Bleiben wir hier schön. Können wir da auch direkt alles mitnehmen? Narzissen. So, wir haben heute den ersten, den Montag im ersten Jahr. Lewis hat Geburtstag am Sonntag. Ja, das müssen wir uns merken. Da gehen wir doch direkt mal vorbei am Sonntag und sagen mal Dankeschön. Hey, was geht? Ich hole mir ein paar Vorräte für die Kneipe. Pia hat echt gute Sachen. Okay. Schauen wir gleich mal. Ah, Bürgermeister Lewis hat mir gesagt, dass du gerade angekommen bist. Ich bin Mani. Hallo Mani. So, pass die Nackensaat. Wir haben jetzt 500 Gold. Da würde ich sagen, braucht 12 Tage. Wächst in 4 Tagen heran. Wisst ihr was? Da holen wir doch auch direkt noch ein paar Stück von. Ja, machen wir das Ganze so. Dann holen wir noch einen hiervon. So, dann sind wir zwar jetzt blank, aber das haben wir nachher natürlich dann als Gewinn wieder raus. So, sagen wir den Guten hier vorne noch Hallo. Oh hey, bist du also der neue Typ, hm? Cool. Ja, ich bin der Neue. Was geht? Ist verschlossen. Geöffnet 12 bis 0 Uhr. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir zurück. Machen wir noch unsere Arbeiten. Ja, weil von nichts kommt ja nichts. Halt. Hochbuch. Erste Schritte. Wenn du ein Bauer werden willst, musst du mit den Grundlagen anfangen. Benutze deine Hake, um das Feld zu bestellen. Benutze dann eine Saat auf dieser Erde, um etwas anzupflanzen. Bewässere sie jeden Tag, bis die Pflanze zur Ernte herangewachsen ist. Baue eine Plastinacke an und ernte sie. So, dann haben wir hier noch eine Quest. Sag Hallo, es wäre eine nette Geste, dich jeden in der Stadt vorzustellen. Manche Leute sind eventuell etwas zurückhaltend, wenn es darum geht, den neuen Einwohner zu begrüßen. Okay, wir haben 5 von 28. Dann doch noch zu machen. 5 von 28 ist schon, also 28 ist schon eine ganze Menge. Hallo, ich bin Sam. Nett, dich kennenzulernen. Hallo, Sam. Das macht jetzt um 12 auf. Müsste ja jetzt hier momentan so weit sein. Hier haben wir auch noch jemand. Direkt mitnehmen. Hallo? Ja, das ist nett, dich kennenzulernen. Ja, hallo, Lea. Lea? Mögen die Macht mit dir sein. So, 12 Uhr. Dann gehen wir doch mal rein hier. Hallo?
Hallo? Was willst du haben? Spaghetti? Oh, Energie? Brot? Salat? Das war alles ein bisschen teuer, ne? Oder? Zumindest zum Anfang. Kartoffelpulver-Rezept. Nett. Er hat auf jeden Fall sehr viele Rezepte, das müssen wir uns mal merken. Hier ist die Arcade-Bude. Können wir da dran spielen? Au, Reise d'Esprit. Okay, bewegen. Schießen. Und Item benutzen. Okay. Schon cool gemacht. Oh, und schon voll versemmelt. Auf ein neues. Alle guten Dinge sind drei. Wieder raus. Ah, läuft schon besser, oder? Ah, ich stelle mich jetzt auch nicht so super an, aber das ist doch mal was. Das war knapp. Jetzt geht's sogar noch weiter. Ja, wo seid ihr? Wo bleibt ihr? Die Waffe ist gut. Ah, ich liebe das ja, ne? So Spiele im Spiel. Also Spiel im Spiel. Nennt sich das, glaube ich. Das gibt es ja zum Beispiel in Fallout 4, zum Beispiel ist das auch gegeben. Ja, wo ihr diese Holo-Bänder finden könntet. Und einige Spiele natürlich noch. Einige andere Spiele natürlich auch noch. Gar keine Frage. Also, das ist immer eine ganz nette Idee. Ein Leben haben wir, glaube ich, noch. Versuchen wir das mal schnell enden zu lassen. Wer ist er? Ah, 10. Ach, dafür sind wahrscheinlich die Coins, hä? Dann nehmen wir doch die Waffe. Ah, hier können wir uns sogar noch verbessern. Das ist eigentlich sehr interessant. Und solche Sachen mag ich ja sehr, sehr gern. Na, wo seid ihr? Ah, er schießt jetzt, glaube ich, schneller, oder? Ja. Dann wird vielleicht auch nicht verkehrt. Jetzt wollen sie aber wissen hier, oder? Ja?
Sackgasse. Ja, das war's wohl. Oder? Nein, ein Leben haben wir noch. Na gut. Ob der Fortschritt wieder gespeichert ist? Tasse Kaffee, ui. Die war gut. Dauerhaft anscheinend, oder? Ah, doch nicht. Ah, da sind wir wieder reingelaufen. Game over. Ja, sollte auch reichen, oder? Aber es ist eine sehr nette Idee, finde ich. Doch, ziemlich gut gemacht. Und dort ist ein schädelförmiges Schlüsselloch. Aha. Was haben wir hier? Eine Joja-Cola für 75 Gold kaufen. Können wir uns leider nicht. Das Geld haben wir leider nicht. Na, aber das war doch witzig. Ah, hier in diesem Spiel geht noch einiges. Das sehe ich schon, komm. Hallo? So, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal auf unseren Hof. Wir pflanzen jetzt erst einmal alles soweit, um da schon mal ein gewisses Grundeinkommen schon mal zu haben. Wir haben schließlich einiges vor. Es ist mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Ich bin Harvey, der Arzt der Stadt. Hallo Harvey. Uhr. Der Tag ist schon wieder fast vorbei. So, dann wollen wir mal. Wir haben jetzt noch diesen Blumenkohl, ja? Den würde ich gerne hier hin machen. Genau. Blumenkohl. Wunderbar. Und den gießen wir auch direkt. Sehr schön. Und dann haben wir noch einen Samen hiervon. Dann würde ich sagen, hauen wir den doch einfach hier hin. Erst einmal. Ja, so richtig schön machen wir es sowieso nachher erst. Gut, wir haben jetzt noch eine ganze Menge an Energie. Dann würde ich sagen, holen wir uns doch, räumen wir hier noch ein bisschen auf. Ja, das müssen wir so oder so machen. Hier schön die Büsche erstmal wegmachen. Oh, wir haben hier vorne eine Höhle. Könnten wir da direkt mal gucken. Können wir hier buddeln? Nein. Okay. Das wäre es auch gewesen, oder? So. Holen wir uns da noch das Stein hier weg. Ja. Das hier, genau. Würde ich sagen, hauen wir noch die Bäume weg. Baumfeld! Sehr schön. Ja, da kriegen wir schon mal so ein bisschen Platz rein. Wir können dann dementsprechend dann weiter agieren. Steine noch. Genau. Ich würde sagen, ich weiß gar nicht, rentiert sich das eigentlich, wenn wir das dann alles verkaufen? Direkt? Schwer zu sagen, ne? So, einfach mal hier die Fische noch weggemacht. So, jetzt holen wir uns noch hier das Holz. Baumfeld! Na, es hat doch schon mal im Großen und Ganzen ziemlich viel Platz gegeben, oder? Da, wo unsere Energie schwindet.
ich sagen, legen wir die Sachen direkt hier rein. Und zwar das. Harz möchte ich gerne erstmal festhalten. Ich habe da, glaube ich, gehört, da kann man, glaube ich, irgendwie so ein paar Sachen mit herstellen. Ja, auch mit den anderen Sachen natürlich, gar keine Frage, aber davon haben wir halt noch genug. So, wir sind total erschöpft. Ich glaube, wir gehen mal ins Bett. Ins Bett gehen. Ja, es wird Zeit. Erster Tag im Frühling, Jahr 1. Wir haben 756 Gold gemacht. Super. Tag 2. Ja, Freunde, das war's auch schon mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ich konnte euch ein bisschen mit an der Hand nehmen. Holt euch das Spiel, ich finde es persönlich sehr, sehr gut, auch wenn wir jetzt in der ersten Folge noch nicht viel gesehen haben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein!